Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Beim letzten Mal haben wir an der Westwind-Ruhestätte geholfen, quasi, ja, das Dörfchen wieder aufzubauen, Feuer gelöscht etc. pp. Alles erledigt und einige Quests haben wir angenommen. Wir haben Reittiere für die Leutchen hier besorgt. Wir haben, ja, was zu essen für die Leute hier besorgt und wir haben noch einiges zu tun. Wir werden hier mal Richtung Südosten zum Bauernhof gehen von Bauer Chao und haben hier im Norden noch ein bisschen was zu erledigen. Einmal den Seelenerwecker der Moguia töten und 14 Terrakotta-Krieger töten oder Terrakotta-Verteidiger oder Wächter, wie auch immer. Und damit werden wir jetzt auch starten. Ich gehe hier einmal wieder in den D&D-Modus, dass wir hier nicht gestört werden. Und ja, los geht's. Ich würde sagen, dass wir erstmal zum Bauernhof gehen. Das dürfte der hier vorne sein, eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Von der Richtung her. Und da haben wir schon wieder seit letztem Mal gucken, 8 Quests erledigt. Hier sind ein paar Stachelschweine, die brauchen wir nicht. Und da vorne scheint er auch schon zu sein. Haben wir hier noch mehr Quests. Räuber von Ordo. Bauernhof der Chaos. Okay. Räuber von Ordo. Wo ist er denn? Na, jetzt hätten wir eigentlich den Kampf nicht beginnen müssen. Das war blöd. Oh Gott, jetzt kommen hier sogar 2. Was ist da denn los? Man kann es aber auch übertreiben. Ja, dann machen wir die mal fix kaputt. Das nervt schon so ein bisschen, muss ich ehrlich sein. Also die Range von denen ist schon ziemlich, ziemlich groß. So, einmal dich kaputt. Dann können wir uns mal fix hochheilen. Ja, wir kommen eigentlich ziemlich gut voran in den Kunlai-Gipfeln. Das hier ist jetzt die 6. Folge, glaube ich. Und wir haben schon knapp 20 Quests erledigt. Wenn wir das mal hochrechnen, ein Sechstel haben wir. 6 Folgen, 36. Knapp einen Monat werden wir dafür brauchen, denke ich. Bis wir hier durchgequestet sind. Ihr seid herzlichst willkommen. Ärger auf dem Bauernhof. Was für ein willkommener Anblick ihr seid, Kriegerin. Und ich will der Allianz wirklich gerne helfen. Aber zuerst müsst ihr dafür sorgen, dass ich meinen Hof zurückbekomme. Alles klar, rettet die Hofhelfer. Diese Ordo Yaungol lassen meine Hofhelfer sich zu Tode schuften. Das darf nicht geschehen. Ich bitte euch, Kriegerin, rettet sie, bevor es zu spät ist. Immer mit der Ruhe. Okay, das und... Leben sollte genossen werden. Willkommen. Das Mädel hat auch noch was für uns. Eintopf braucht Topf. Berichtet mir von euren Reisen. Na klar, ich helfe euch gerne. Aber auch wir müssen etwas essen. Ich habe noch nicht einmal einen Kochtopf, ganz zu schweigen von Zutaten, die ich hineintun könnte. Hier ist eine Liste der Dinge, die ich brauche. Und jetzt macht euch auf. Haltet eure Augen. Okidoki, gibt's alles auf dem Bauernhof? Sammeln wir direkt mal ein. Hier haben wir so ein bisschen Wurzelgemüse, das ist sehr, sehr lecker. Das Zeug nehmen wir einfach mal mit. Nebenbei können wir natürlich auch die Viecher töten. Ah ja, da kommen gleich noch ein paar mehr. Müssen wir die töten? Nee, im Prinzip nicht, aber ja, gut. Um das Zeug aufzuheben, müssen wir sie töten. Sind Erfahrungspunkte, die wir so gesehen eigentlich gar nicht brauchen. Beziehungsweise, wo es halt wirklich auch lästig ist, dass wir sie bekommen, weil an sich... Oh nee, hier sind auch schon wieder diese Schädlinge. Vermaledeiter Schädling. Oh mein Gott, ich hasse diese Viecher. Die haben uns ja schon im Jahrewald extrem genervt. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die, wenn ich ehrlich sein soll. Ist ein bisschen doof jetzt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich hoffe, die greifen uns nicht an. Was war das? Eine weiße Rübe ist auch eine Kochzutat. Alles klar, Wurzelgemüse packen wir mal dahin. Da haben wir eine Teepflanze, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Wir brauchen viel mehr Wurzelgemüse. Vielleicht sammeln wir die einfach mal ein und machen dann die Gegner alle zusammen kaputt. Weil unterbrechen tun sie uns scheinbar nicht. Von dem her können wir hier einfach so ein bisschen fleißig sammeln. Doch, die unterbrechen uns scheinbar schon. Okay, dann machen wir das mal anders. Kommt mal alle ran, bitte. So, dann machen wir das so und dann machen wir das so. Ja, schön hast du ihn uns geklaut. Oh Gott, ey. Na, ich sag jetzt mal nichts dazu. Muss ja auch nicht sein. Immer wenn er sieht, dass wir hier Gegner sammeln, dann braucht er sie uns eigentlich nicht wegklauen. Das ist... Ja, dich aufregen, Sinan.
Das hilft uns wenigstens ein bisschen. Ist ja auch nett. Wir lecken ihn dafür einfach mal ein bisschen und dann passt sich das schon. So. Der sammelt auch ein paar Rüben ein. Das machen wir auch. So, dann schauen wir mal. Das hier hinten können wir noch aufsammeln, ohne dass wir angegriffen werden, denke ich. Da rechts auch nochmal. 7, 8. Bei dem werden wir wahrscheinlich schon angegriffen. Auf den Schädling habe ich überhaupt keinen Bock. Na, es geht gerade auch noch so gut. 9 von 12, alles klar. Dann schauen wir mal. Das hier sollten wir auch nicht ohne Kampf bekommen. Ich versuche das jetzt mal. Na, die greifen uns beide an, okay. Können wir das hier hinten noch aufheben? So, 11 von 12, alles klar. Und einen Kochtopf brauchen wir noch. Müssen wir gleich mal gucken, wo es den gibt. Den gibt es scheinbar auch hier irgendwo, okay. Bin ich mal gespannt, ob wir den finden. So, einmal hinrichten, nochmal hinrichten. Dann können wir uns mal heilen. Sehr gut. Ah, da ist ein Schädling, der soll uns nicht angreifen. Ich hasse diesen Schädling. Er ist ein vermaledeiter Schädling und ich hasse ihn einfach abgrundtief. So, einmal hinrichten. Für zweites Mal hinrichten haben wir nicht genug Wut. Sodala. Ein so eine Rübe brauchen wir noch. Na, die hier hinten können wir, glaube ich, kriegen ohne Kampf. So, wo ist der Kochtopf? Der ist im Haus wohl drin, okay. Der ist wohl im Haus drin. Laufen wir mal so rein, okay. Genau, da haben wir sogar einen Koch. Sehr schön, Krümel Mac Jaungol. So, dich töten. Fix hier den Topf einsammeln, alles klar. Und dann machen wir die beiden nochmal fix kaputt hier. Ich sehe zwar gerade nichts, aber das haut, glaube ich, hin. Sehr gut. Ah, jetzt sind wir betäubt. Okay. Ja, die schleudern uns hier durch die Gegend. Das ist aber nimmer feierlich. So, einmal Rache. Nochmal Rache. Nochmal Rache. Einmal hinrichten. Ja, das geht doch gut hier. Das geht doch gut hier, Freunde. Heilen wir uns nochmal fix hoch. Wunderbar. So, dann haben wir die beiden Quests auch erledigt. Mounten wir uns draußen mal fix auf und dann geht es auch schon. Jetzt muss ich nur gucken, ich mag jetzt nicht kämpfen. Oh, ich mag nicht kämpfen. Laufen wir mal. Na gut, der wird uns angreifen. Der wird uns vor allen Dingen bis hier hinten immer noch angreifen. Müssen wir den wohl oder übel auch kaputt machen? Können wir eigentlich direkt mal machen. Einmal anstürmen. So, dala. Und hier bei dem Proc von heldenhafter Stoß und Spalten ist es natürlich sinnvoll, wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, Spalten kostenlos auszuführen und wenn man gegen einen einzelnen kämpft, heldenhafter Stoß auszuführen. Damit da einfach maximaler Schaden auf die jeweilige Gegneranzahl kommt. Welche Weisheit sucht ihr? Habt ihr alle Sachen von der Liste? Ja, bitteschön. Na, da haben wir es doch. Das sollte wirklich mehr als ausreichend sein. Und wir bekommen einen Gemüseeintopf. Den können wir eigentlich auch direkt essen. Den können wir auch direkt essen. Sarala. Ah ja, das sieht doch hier lecker aus. Wunderbar. Welche Weisheit sucht ihr? Ihr seid ja wirklich zu etwas zu gebrauchen. Obwohl, ich glaube, es ist nicht fair, diese Arbeiter dazu zu zwingen, bei uns zu bleiben. Wir haben ja nicht mehr so viel Arbeit für sie. Familie. Zurück zur Westwind-Ruhestätte. Nun, so wie ich die Sache sehe, haben wir viel wieder aufzubauen. Ich bin niemand, der sich einer großen Sache anschließt, aber meine Landarbeiter werden hier nicht viel zu tun haben, um ehrlich zu sein. Und da ihr ihnen geholfen habt, wollen sie sich eurer Allianz anschließen. Warum sollte ich sie also aufhalten? Nehmt sie mit zu Landarbeiter Bo. Sie werden mir zwar fehlen, aber bei euch sind sie besser aufgehoben. Möge sie eure Leidenschaften beherrschen lernen. Okidoki, dann geht's jetzt einmal zurück zur Westwind-Ruhestätte mit ein paar fleißigen Bauern. Landwirten, die uns hier, Landarbeitern, die uns hier helfen werden, ja, so ein bisschen Landwirtschaft zu betreiben, denke ich.
Wir müssen ja auch noch im Jadewald unser Feld ein bisschen bestellen und ernten und keine Ahnung was. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir da irgendwann jetzt wieder zurückkommen. Was ist eigentlich hier hinten los? Das geht voll ab da. Ist das he? Ihr habt sie zurückgebracht. Es war das Richtige, diese Jungs mitzubringen. Wir lassen sie für euch in 0, nichts etwas zu essen anpflanzen. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Wunderbar, dann haben wir hier, glaube ich, soweit erstmal die Quests erledigt. Hier im nördlichen Bereich haben wir noch ein bisschen was. Und ihr seht, dass die Ausrufezeichen werden immer weniger und immer weniger. Das freut mich natürlich besonders. Seht euch um. Nehmt euch Zeit. Genießt. So. Das ist seelengebunden. Das können wir beides verkaufen. Und 88. Drei Quests haben wir wieder erledigt. Wunderbar. Dann geht's jetzt mal auf nach Norden. Was müssen wir hier machen? Terrakotta, Krieger und Wächter töten und Seelenerwecker der Mogu Yalabala töten. Keine Ahnung, wie die heißen. Mogu Yaya, keine Ahnung. Ist auch egal. Hier vorne ist es auf jeden Fall bei den alten Ruinen. Die Terrakotta Krieger. Die sollen wir ja hier hinten kaputt machen. Oh, die haben einiges an Leben. Die sollen wir hier hinten kaputt machen, bevor sie unten das Dorf angreifen. Und die zerbrechen so ein bisschen, so wie es ausschaut. Kann sich nicht wehren. Das ist doch schön. Und da ist er gestorben. Sehr gut. Da ist er gestorben. Abbauen können wir ihn nicht, oder? Nee. Wir sind in einen Kampf verwickelt. Das glaube ich nicht. Terrakotta Krieger. Dann nehmen wir die beiden auch mal mit. Ja, machen wir die dreimal zusammen kaputt. Hier hinten scheint irgendwas zu zaubern. Ich glaube, der wird... Ah ja, der wird zum Leben erweckt. Okay. Sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir hier noch irgendwie 10 weitere Gegner adden oder so. So, die beiden können sich nicht wehren. Das ist schön. Da können wir einfach draufkloppen und dann hat sich die Sache. Ah, jetzt wurde er zum Leben erweckt. Okay, das ist fies. Das ist fies, Freunde. Das ist fies. Sadala. Geht aber ziemlich flott. Jetzt haben wir schon 4 von 14 besiegt. Wunderbar. Wie gesagt, abbauen können wir die nicht. Wo ist denn der Boss von denen? Seelenerwecker der Mokuyaya. Havak? Wer ist Havak? Brauchen wir den für irgendwas? Nee. Wo ist denn der See? Wie viel Leben hat der? 2,4 Millionen. Oh, warum kriegt er die... Warum werden die hier alle zum Leben erweckt? Einfach mal so zwischenzeitlich. Müssen wir da den Seelenerwecker erstmal töten? Der ist ja im Norden. Okay, da ist er schon. Sadala. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir uns da direkt mal auf den Weg. Müssen wir da in irgendeine Höhle oder so rein? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ah ne, hier geht es den Pfad nach oben. Ja, ja, nerv uns nicht. Da ist er schon. Greifen wir den mal an. Der andere dürfte uns eigentlich gefolgt sein, gehe ich mal von aus. Das können wir uns auch rächen. Das können wir auch unterbrechen, auf eine Art und Weise, irgendwie. Das können wir nicht unterbrechen, da haben wir jetzt gerade nichts frei. Aber der ist ja eh gleich tot, von dem her, easy going, Freunde. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier hinten? Eine Teepflanze. Haben wir noch irgendwas zum Lesen? Nee. Es gibt ja diese Erfolge, wo man so ein bisschen was aus in der Landschaft lesen muss. Wir sind in einen Kampf verwickelt, das glaube ich aber irgendwie nicht. Ah, okay, jetzt ist er doch nochmal hier nach oben gekommen, so wie es aussieht. Alles klar, dann machen wir den mal flott kaputt. Kaputti, kaputti. Sördala. Und einmal hinrichten, wunderbar. Das war easy. 6 von 14. Ja, dann müssen wir hier unten einfach noch ein paar von denen töten. Sollte eigentlich keine Probleme geben. Havak lassen wir mal aus. Der ist rar. Der wird uns wahrscheinlich direkt umbringen. Das Blöde daran ist, dass sie sich nicht bewegen können und sich nicht wehren, ist, dass sie auch nicht von der Stelle wegkommen. Das heißt, wir können nicht irgendwie mehrere Gegner sammeln und sie gleichzeitig töten. Doch, jetzt kann er kommen. Okay. Können wir den hier direkt anstürmen. So, dala. Machen wir aber erstmal ihn hier kaputt, dann können wir uns nämlich heilen. Oh, den Bodenzerkracher können wir gar nicht unterbrechen, so wie es aussieht. Alles klar.
So, adala. Okay, er ist auch tot. Und sogar Harmoniepartikel bekommen, wunderbar. Na, ich würde sagen, die Quest machen wir in der Folge noch fertig. Abgeben werde ich sie dann erst in der nächsten Folge. Könnt ihr beiden eigentlich auch mal rankommen? Du bitte auch. So, dann machen wir aber erstmal ihn hier kaputt. Können wir euch hier mal so ein bisschen stunnen. Alles klar. Und bei uns ist es gerade sehr windig. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber mir ist da gerade was vom Balkon gegen das Fenster geknallt. Ich muss gleich mal gucken, dass ich das richte nach der Folge. Also hier kommt, glaube ich, gerade so ein kleiner Frühlingssturm auf. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so gut. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so gut. 3 von 14 brauchen wir noch. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, nehmen wir mal die 3 hier. Wie gesagt, den Boss da hinten mag ich eigentlich jetzt nicht verärgern. Havak. Der wird uns nämlich vollkommen auseinandernehmen. Sadala, 12 von 14. Wieder mal ein Harmoniepartikel. Wunderbar. Ja, die Quest ist so ein bisschen langweilig. Einfach, weil sich die Gegner nicht wehren. Irgendwie. Wenn ich ehrlich sein soll. Ah ja, jetzt wehrt er sich, okay. Ja, ein bisschen zu spät, aber hey. Ein steinernes Herz. Was können wir denn damit machen? Gar nichts. Seelengebunden, es bleibt auf ewig kalt, okay. Wir können es nur verkaufen. 780 Gold, 7 Gold, 80 Silber. Und wer bist du? Du bist Hank the Knife, Hand von Adal, Knights of Knetzgau, okay. Interessant, interessant. So, dann würde ich sagen, das packen wir mal dahin, dass ich mir jetzt eine ruhige Stelle suche. Oder wir können im Prinzip auch zurück ins Lager gehen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo das war. War das das da hinten? Glaube ich eher nicht, oder? Nee, das ist irgendwie ein Lager von der Horde oder so. Hier soll es auch noch irgendwo eine Quest geben. Ah ja, okay. Die können wir im Prinzip annehmen. Würde ich aber sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.